Sagt Bescheid, wenn ihr... Mhm. Ja, okay, dann fange ich einmal links bei mir an. Ist das gut? Mhm. Ich hätte 4, 1, 3, 2. 2, okay. Dann Helen? Ich habe 3, also die Opposition hinter der Regierung. Okay, insgesamt. Nee, falsch, andersrum. Regierung also, vor der Op. Mhm. Okay. Regierung vor der Op und ich würde sagen, die... Nee, oder? Nee, warte ganz. Ist nicht längst die Regierung. Längst ist die Regierung, doch. Deshalb schon. Okay. Regierung hinter der Opposition. Ja. Okay. Und die erste Regierung aber vor der schließenden Regierung. Ja, okay. Bei den beiden anderen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Okay, also die 4 würde für die schließende Regierung gehen und bei den anderen, die du genannt hast. Okay. Jonathan? Ich habe 1, 4, 2, 3. Okay. Und Flo? Bei mir bin ich noch nicht ganz entschieden. Es verliert auf jeden Fall die schließende Regierung. Und dann bin ich unentschieden. Ich tendiere aber zu 2 für die eröffnende, 1 für die schließende Opposition und die 3 entsprechend für die eröffnende Opposition. Okay, also haben wir einen relativ gemischten Call. Wir haben eigentlich... 3 von uns haben die schließende Regierung auf der 4 gesehen. Jonathan, du hast sie auf der 2. Vielleicht können wir darüber als erstes reden. Wieso hast du sie denn auf der 2? Also die Hauptfrage bei der Bewertung der schließenden Hälfte, würde ich sogar sagen, aber insbesondere der schließenden Regierung, ist die Frage, gibt es eine Disanalogie oder eine Analogie zwischen Haustieren und Nutztieren? Sind die ähnlich und es gibt diesen Brückeneffekt, wie das genannt wurde, oder sind sie gerade so unähnlich, dass sie uns davon abhalten, das Gute für die Nutztiere zu tun? Das war die Metrik auf jeden Fall in der hinteren Debatte, die da entschieden wurde. Und da steht, ist die differenzierteste und am tiefgründigsten Argumentation von der Regierung gekommen. Die anderen haben das behauptet, die haben gesagt, die sind ähnlich, weil sie Tiere sind. Das ist die Gemeinsamkeit. Und sonst kommt da aber, oder habe ich da kein Argument gesehen, was diese Ähnlichkeit bestärkt. Während die anderen, die schließende Regierung hat ganz klar Unterschiede aufgezeigt. Und sie hat gesagt, die sind sogar absichtlich. Die sind extra niedlich gezüchtet, dann, wie Gina sagt, ja, treffend, damit sie bei mir ins Wohnzimmer passen. Und das, also dass Haustiere gerade darauf ausgerichtet sind, verschieden von Nutztieren zu sein. Und deswegen finde ich, machen Sie die Disanalogie am stärksten in dieser Abwägung. Und da das der relevante Punkt ist, sehe ich Sie davon. Okay. Vielleicht jemand anderes, möchte jemand anderes vielleicht erklären, wieso er die schließende Regierung immer noch nicht vorne sieht? Ja, Helen? Also ich würde denken, dass wir haben es ja immer verbunden damit, dass es dazu führen würde, dass der Massentierhaltung irgendwie helfen würde. Ja. Und diese Konsequenz sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass die Begründung ist, wie das auch Jakobus in seiner Rede am Schluss ausgeführt hat, dass es dann am Schluss dazu führen würde, dass der Massentierhaltung geholfen werden würde. Und ich glaube, das hat mir eigentlich, die schließende Opposition hat mir das plausibel gemacht, indem sie gesagt haben, es ist schon irgendwie naheliegend, also zumindest, wenn man sagen will, man hat diese 3 Gruppen, Menschen, dann Haustiere, dann Nutztiere. Und wenn man also die Brücke zu den Haustieren und dann zu den Nutztieren zu schlagen, ist einfacher, als wenn man von den Menschen gleich auf die Nutztiere, weil die sind uns doch irgendwie noch fremder, da sind wir doch noch entfremdeter. Und wenn man dann die Haustiere in der Mitte hat, dann kann man dann noch eher irgendwie rankommen und noch eher Menschen motivieren, dann doch was für die Massentierhaltung zu tun. Das fand ich plausibel. Und der Mechanismus auf Regierungsseite ging ja auch sehr darüber, dass wir praktisch... dann uns, weil wir diese Kuschelingtiere so süß finden, uns nur noch für die engagieren, nämlich nicht mehr für die Nutztiere. Und da fand ich das Rebuttal von Jakobus sehr überzeugend, dass das ja kein gemeinsamer Engagementpool ist, der dann kleiner wird. Ne? Zumal Jakobus ja auch darauf hinweist, dass sich so eine Grenze auch verschieben kann. Ne? Das macht immer sehr kurz, aber er weist darauf hin. Für mich spielt für die schließende Regierung auch noch eine ganz entscheidende Frage, stützt sie mit ihrer Analyse das Argumentationsziel? Geringerer Fleischkonsum ist geteilter Konsens der Debatte. Das müssen sie nicht beweisen. Sie müssen nachweisen, warum ist die Haltung von Haustieren abzulehnen. Das quasi als Mittel zum Zweck zu benutzen, um zu sagen, indem wir die Haustiere ziehen eben aus diesem Engagementpool ab, zahlt auf ein anderes Zielkonto ein, als Streitfrage der Debatte ist. Aber ich finde, in der Debatte waren sich die Leute ja einig, dass man Massentierhaltung bekämpfen muss. Und beide Seiten dann so ein bisschen, wie kriegt man es am besten hin? Ja, oder grundsätzlich halt Tierleid. Und sie sagen halt, Massentierhaltung ist noch mehr Tierleid. Ja, ja.
Also ich finde, dass wir, wenn ich kurz noch was dazu, also ich sehe das auch wie du, Helen, dass der, dass die es nicht geschafft haben, plausibel zu belegen, dass es wirklich schlechter wird dadurch. Sie haben eine Tendenz vielleicht, ja, eine mögliche Tendenz in der Einstellung und so weiter, aber die Opposition hat das Gegenteil auch nicht geschafft. Also die haben diesen Zusammenhang dazu, warum jetzt die Tierhalter dazu führen, dass es weniger Massentierhaltung gibt, auch nicht bewiesen. Ich finde, das fehlt bei beiden Seiten, die Anbindung an die Konsequenz. Aber das ist eine sekundäre Streitfrage. Die primäre Streitfrage ist das Halten von Haustieren abzulehnen, ja oder nein? Ja. Massentierhaltung ist ein damit nicht verbundener Komplex. Genau, aber was leistet dann die Opposition positiv? Also doch, wenn die in der Debatte, du kannst ja immer noch zeigen, und das führt mechanistisch zu irgendeinen anderen relevanten Punkten. Genau, dann hast du aber nur einen sekundären Benefit quasi aufgebaut, meines Erachtens. Das aber wenn der groß ist und alle erklären, warum der sogar größer ist als das Haustier-Ding, würde ich sagen, das ist eine relevante Case. Weil du wolltest jetzt noch was zu denen? Also ich glaube, die Frage, also wenn man, also wir vier sehen das, glaube ich, so, dass es relevant ist, wie man zeigen kann auch, wie Massentierhaltung verhindert wird. Ich fand auf der Opposition, dass da waren Sachen bei. Also es fängt an mit Bene, der am Ende seiner Rede über Doppelmoral redet, was ich gut finde, zu sagen, wir haben Empathie mit Tieren und erkennen unsere eigene Doppelmoral, was ich für plausibel halte. Und dann ist halt die Frage, inwiefern die schließende Opposition da noch etwas zugefügt hat. Die Ich hatte zwei Beispiele, nämlich das eine war über diese Pseudo-Haustiere, oder allgemein über diese Pseudo-Haustiere, zum einen über die Taranteln, die uns irgendwie mehr Bewusstsein für fremde Gebiete geben, und zum anderen darüber, dass man über nahe Haustiere wie Hamster zu mittelmäßigen Haustieren wie Hasen hin zu mehr allgemeinen Nutztieren geht. Und das fand ich eigentlich einen plausiblen, langsamen Weg. Und sie hat ja auch Kinder reingebracht, was ich total plausibel finde, zu sagen, Kinder merken, wieso esse ich das eine und wieso nicht das andere. Und das ist aber das Problem. Das finde ich halt eigentlich, glaube ich, Gina stärker gemacht. Also, dass sie, war das Gina? Also, die Opposition war Regierung? Gina war die Schlussrednerin. Julian, glaube ich. Was hat er gesagt? Oder war das nicht er, dass er gesagt hat, es wird von Anfang an irgendwie getrennt? Und das ist auch nochmal so eine Sache, weil ich glaube, irgendeiner hat am Ende gesagt, ja, die hätten beweisen müssen, dass quasi alle Haustierhalter Vegetarier sind und auf der anderen Seite das Gegenteil, sondern es sind ja Tendenzen. Ja. Also ich würde auch sagen, dass die das klar gemacht haben, und ich würde sagen, Anna hat das auch nochmal deutlicher gemacht, indem sie hat ja auch noch auf zwei Sachen abgestellt. Also einmal, dass man eben sagt, Haustiere finden wir irgendwie nicht nur gut, weil sie süß sind, sondern die sind halt auch manchmal echt lästig und so. Mhm. Und also man hat irgendwie Verantwortung und irgendwie... Und außerdem hat sie gesagt, wenn man möglicherweise auch irgendwie so eine Verbindung schließt zu den intellektuellen Fähigkeiten. Genau, das fand ich auch sehr gut. Das fand ich auch gut. Also sie sagt, man weiß, man hört wissenschaftlich, die Schweine sind schlauer als Katzen. Und bei den Katzen habe ich live mitbekommen, wie schlau die eigentlich sind. Und dann, das fand ich auch. Ich fand das auch sehr plausibel. Also ich habe mich eher gefragt, ich habe halt mich gefragt, ob das noch eine Extension ist und ob es nicht reicht, dass Bene mit der Doppelmoral das gesagt hat. Aber dann stimmt Jonathan eigentlich schon, was er sagt. Weil die haben halt schon mehr Arbeit geleistet auf der Regierungsseite und das ist jetzt nur ein Schlagwort. Ja, ich finde das Wort Doppelmoral oder überhaupt das Bene für Doppelmoral spricht, das schadet ihnen ja. Das spricht ja gegen sie. Weil die Regierung, die schließende Regierung gerade, bei der öffentlichen Regierung ist es angelegt, aber die schließende Regierung erklärt ja gerade, wie es zu dieser Doppelmoral kommt. Mhm. Und er sagt ja, es gibt jetzt Aufklärung über die Doppelmoral, aber das ist ja der Versuch, sozusagen das zu thematisieren. Das eigentliche Problem, ich finde, er gesteht damit zu. Das Argument, was die schließende Regierung nachher nochmal in extenso ausführt, das wird von der eröffnenden Opposition mit diesem Wort, Doppelmoral und diesem Argument schon anerkannt. Aber er meint die Doppelmoral, dass wir Fleisch essen, nicht genau. Und das ist ja genau das Problem. Die sagen, die schließende Regierung sagt, wir haben eine Doppelmoral, wir essen Fleisch, aber lieben Hunde. Und das liegt genau daran, dass die Hunde so süß sind und so weiter. Und das hat die eröffnende Opposition damit, finde ich, schon anerkannt, dass es dieses Problem gibt. Sie machen jetzt einen dialektischen Trick und sagen, ja, es gibt das Problem, aber wir können es erkennen und es hilft uns, das Problem zu erkennen. Aber in the first place ist das Problem da. Aber und die Erkenntnis ist das Sekundäre. Da kommt aber dann die Extension, finde ich, der schließenden Opposition dazu. Also, wenn wir akzeptieren, dass das über diesen kleinen Weg Pseudo-Haustiere, richtige Nutztiere, so irgendwie geht. Aber das ist ja kein Schwarz-Weiß. Also wir leben halt quasi in der Doppelmoral, in dem Widerspruch. Wenn der jetzt nicht da wäre, würden die Leute, das fand ich plausibel, halt Fleisch essen. Jetzt haben wir aber wenigstens diesen Widerspruch, der dafür sorgen kann, dass eine Tendenz aufgebaut werden kann. Als so Kristallisationskeim sozusagen. Oder als ersten Schritt, wie die schließende Vielleicht da auch die Regierung schuldig bleibt. Julian führt das ja sehr ausführlich aus.
Und uns antwortet auf die Zwischenfrage dann mit dieser kognitiven Blockade. Wenn wir das für flauschig halten, sind wir nicht in der Lage, das Schwein in seiner Schweinartigkeit zu rezipieren. Und genau, dieser Mechanismus ist ja ganz zentral, aber er bleibt auf der Ebene der Behauptung und wird meines Erachtens durch das Material, was uns Anna und Jakobus liefern, geschlagen. Ja, weil die einfach plausibler machen, dadurch, dass wir ein Tier sehen und mit dem Tier interagieren, können wir diese mentale Brücke, wie sie es nennen, schlagen, zu eben anderen Tieren. Ja. Bei mir war es auch so am Ende. Der Mechanismus war mir nicht plausibel genug, wie Sie es genannt haben, die kognitive Blockade. Genau. Ich habe schon verstanden, was Sie machen wollten. Und da genau haben Sie auch immer gesagt, jetzt kommt der Mechanismus. Aber am Ende des Tages habe ich es nicht überzeugend empfunden. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir über die erste Regierung noch gar nicht gesprochen. Ja. Die Frage ist einmal so ein bisschen, wer auf der Opposition, also hat die schließende Opposition das wirklich nochmal in der Extension, war da Extension drin? Und was haben die vorne eigentlich gemacht? Wenn ich mir das anschaue, Jonathan hat die erste Regierung auf 1. Vielleicht kannst du den Case für die machen. Genau. In meinen Augen ist die Frage mit der Massentierhaltung in der Debatte nicht relevant. nicht nur vom Thema, sondern auch, sie ist nicht relevant geworden, weil es eben niemand schafft, das zu beweisen. Ich sehe da hinten, ich sage, hinten wird die relevant, ja, weil die sich da nur noch drum streiten. Aber es gibt da einen Patt, finde ich, im Wesentlichen. Es gibt da Behauptung gegen Behauptung. Ja, die einen sagen, es baut die Brücke. Die anderen sagen, ja, nee, das ist ein Unterschied und so. Und ich bin von beiden nicht überzeugt. Okay. Als informierter Zeitungsleser. Es könnte so sein. Ja, es könnte so sein, keine Ahnung. So, was ich aber entscheidend finde bei der öffnenden Regierung, die Metrik, die sie aufstellen, sie sagen, wir haben ein Tierleid, und es gibt Alternativen. Und was ihr beweisen müsst, ist, dass die Alternativen alle mit mehr Leid einhergehen. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Analyse dieser Beweislast. Und ich finde, die Gegenseite erfüllt die nie. Also die sagen, mit dem Tamagotchi, das funktioniert nicht so gut. Oder irgendjemand sagt, man braucht ein lebendes Ding. Interessanter Widerspruch in der Wortwahl, finde ich, um das zu lernen. Und deswegen sehe ich die eröffnende Regierung, weil sie das am klarsten zeigt, und diese Metrik aufsetzt, die sie selbst erfüllen, die ihre Gegner nicht erfüllen, finde ich, gewinnen sie die Debatte. Okay, und ich finde aber eine Alternative, die nicht gezeigt worden ist, ist nämlich isolierte, einsame Menschen. Ja. Selbstwertgefühl von diesen Menschen, ältere Menschen. Ja, genau, du hast auf Seiten der Opposition letztendlich das Problem, dass du sagen musst, klar leiden die Tiere, aber das, was sie an Gutem tun, überwiegt das. Das wie auch immer aggregierte Gesamtleid. Das finde ich halt bei Samuel sehr plausibel, wenn er da sehr deskriptiv eigentlich beschreibt, warum eben gerade dieses Tamagotchi, das Pokémon, irgendwas anderes das nie erfüllen kann und dann auch schon den Ansatz legt für die alten Menschen, vor allem für die Alleingelassenen, was dann später noch ein bisschen ausgebaut wird, aber was da schon ziemlich groß ist. Er sagt meines Erachtens auch einen ganz relevanten Punkt, Samuel. Er beschäftigt sich mit dem Tier an sich, im Kantschen Sinne. Man weist darauf hin, dass halt diese Haustiere in diesem Umfeld aufwachsen. Das ist so jemand, der im Gefängnis geboren ist, versteht nicht, dass er das fandst du plausibel. Ja. Das überzüchtete Tier, das nicht richtig laufen kann, sagt, das ist ja sein Beispiel, er sagt, das ging um den Hund, der zu kurze Beine hat, und der sagt, ich bin kein großer Schäferhund, aber der leidet halt, weil er irgendwie Schmerzen hat oder so, das war das Beispiel. Aber er differenziert halt. Und er sagt, ja, ich weiß halt nicht, dass ich gezüchtet bin. Er differenziert zwischen zwei Dingen, nämlich zum einen dem Schmerz, und er sagte, ja gut, den haben wir wahrscheinlich schon, aber vielleicht haben wir irgendwie, weil die Leute sich mehr darum kümmern, da in der Gegenbewegung, ist nicht super ausgeführt, aber ist ein bisschen so da. Und das andere ist, er leidet aber nicht kognitiv, wenn er kognitiv leiden kann, weil er nicht weiß, Bewusstsein seines Schmerzes, genau. Was Samuel geholfen hätte, ist letztendlich der Hinweis, der in der schließenden Opposition ganz schwach auftaucht, nämlich der Hinweis auf den Tierschutz und auf den Qualzuchtparagrafen. Viele Sachen sind einfach schon verboten und strafbewehrt. Das kam teilweise auch, dann verbieten wir halt Tierquälerei. Und das macht für mich halt den konkreten Schaden der öffnenden Regierung auch wieder wesentlich kleiner, wenn man sagt, wie viele Familien gibt es denn, die wirklich ihre Tiere schlagen, wenn es so das Familienmitglied ist. Und selbst wenn, dann lasst uns das halt Tierquälerei effektiver bekämpfen und nicht Haustiere allgemein. Ich finde, es hat Benedikt auch nochmal ausgeführt, dass er gesagt hat, dieser Mechanismus, warum wir eigentlich Tiere auch gut behandeln wollen, da wir irgendwie direktes Feedback bekommen und wenn wir uns einmal gut drum kümmern, dann bekommen wir irgendwie Zuneigung und deswegen machen wir oder wiederholen wir die Handlung wahrscheinlich schon und es führt eher dazu, dass wir Tiere doch tendenziell besser behandeln. Also das fand ich finde, das hat es auch abgeschwächt. So ein bisschen einen primitiven Pavlovnismus, also einfach zu sagen, so funktioniert es. Der Trick ist, dass du, also keine Ahnung, es bildet für mich nicht den Realfall ab. Den Realfall bildet eher Anna ab, indem sie einfach sagt, da gibt ihr was zurück.
ganz egal, was es ist. Ne? Und dass du dadurch eben die Beziehung aufbaust. Ich finde noch auf einer Metaebene, wenn die erste Opposition macht halt für mich plausibel, dass, sagen wir mal, zumindest in der Mehrheit diese Tiere richtig glücklich sind. Also die kriegen, die haben keine Existenzangst, kriegen Essen und sitzen auf der Couch rum und werden gestreichelt. Das war alles, was sie gesagt haben. Und dann sagt er, wenn die jetzt so viel Glück empfinden und ihr wollt, dass die gar nicht existieren und die erste direkt sagt, man muss Leid verhindern, Leid verhindern, dann muss ich mir aber auch erklären, warum es wichtiger ist, Leid zu verhindern, als zu sagen, es ist doch schön, dass Glück existiert. Ja. Vor allem dann, wenn die Menschen, die Einsamen und Alten, leiden ohne die Tiere. Also wir haben mehr glückliche Hunde und ein paar wenige leidende statt gar keine Hunde. Genau. Und wir haben glückliche Menschen. Das Interessante ist ja, was eigentlich noch schlimmer ist, dass die öffentliche Regierung nicht sagt, wir wollen nicht, dass es die gar nicht gibt, sondern wir setzen die jetzt aus. Ja, das wäre noch cooler gewesen, wenn man gesagt hätte, wir wollen einfach gar keine Tiere. Kriegen keine Kinder mehr. Ja, die Frage ist halt, das ist halt so, also so ein großes Zugeständnis oder so ein großer Fehler, dass man fast schon denkt, das kann er nicht ernst meinen, das ignorieren wir. Aber eigentlich hat er das gesagt? Ja, er hat das angedeutet. Ja, ja. Er hat gesagt, ja, in dieser Transitionsphase, dann schicken wir die zu. Das ist nicht legitim, es ist so schwer, was passiert denn noch immer, wo kommen die Haustiere hin, zu sagen? Die Antwort darauf sagt, wir warten, bis die Haustiere... Steuern, dass ich es kann. Ja, oder du sagst eben, die Haustiere, die wir jetzt haben, werden kastriert und bis die sterben, ist halt Schluss. Mhm. Aber wir müssen sie jetzt nicht in der Wildbahn aussetzen. Aber ich fand das nicht relevant für die Prinzipiendebatte. Ja, es geht ja, na gut, ja. Okay, also von daher würde ich sagen, quasi dieser Clash zwischen, die Tiere sind total glücklich im Verhältnis zu vielen Lebewesen in dieser Welt, warum nur Leid verhindern? Gleichzeitig dieser Menschenpunkt, da haben sie mir nicht plausibel gemacht, wie Menschen, wie diese einsamen Menschen eigentlich alternativ leben sollen. Aber Tamagotchi, also ich glaube, das ist plausibel. Menschen haben auch erst schließende. Bene hat darüber abgehängte Personen, immer Tiere zu Hause und die kriegen Selbstwertgefühl, die haben keine Möglichkeit und. Den gab es schon in der Pornodebatte, den Punkt. Ja, genau. Ja, aber letztendlich gibt es auch Leihattraktion. Das ist ja genau das, was ich schließe. Bene hat das wirklich. Ja, Bene hat das schon als zweiten Punkt, bevor er zu dem Doppelstandards kam, die am Ende so ein bisschen reingelegt. Also in meiner Binnenstruktur war es Punkt 4, weil es ein bisschen durcheinander ging. Er hatte Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 2 und 1, Punkt 3 und dann kam. Genau. Aber als sie das durchschaut hat, habe ich das schon als Punkt 4 nummeriert. Ja. Weil dann bliebe die Frage, erste Ob oder zweite Ob. Genau, und das hatte ich mir halt auch überlegt. Und was mir halt die erste Ob bringt, sie ist mir genügend für die Alten, dass ich plausibel finde, dass die Alten da irgendwie die Einsamen irgendwie Selbstwertgefühl kriegen. Die Vorteile für die ganzen Kinder, dieses 1, 2, 3, ne? Etwas über die Nutztiere. Und die Nutztiere kommen dann zwar hinten nochmal größer, auch noch ein bisschen was zu den Alten. Aber vorne sind das konkrete Vorteile, während dieser ganze Nutztierkram irgendwie so ein bisschen, also von der Wahrscheinlichkeit her irgendwie auf der Wagenebene für mich blieb. Vielleicht schlagen ein paar Leute die Brücke, vielleicht werden ein paar Leute dann Vegetarier, setzen sich dafür ein. Aber ganz vorne haben wir die ganz konkreten Vorteile für die Kinder und die Alleingelassenen. Und das finde ich dann einfach von der Wahrscheinlichkeit her bei dem vergleichbaren Einfluss vielleicht. Probabilistische Jurierung, weil du hast halt die Riesenrelevanz. Beide Seiten geben das zu, CO2 und die Massentierhaltung. Also wenn die sozusagen das deutlich doch wahrscheinlicher die Tendenz machen, wäre das schon ein riesenrelevanter Punkt versus, weiß nicht, wie viel Prozent der Leute sind jetzt so einsam, dass sie den Hund brauchen. Und ich finde, also auf Punkt euch ist die Tendenz jetzt nur kurz gefragt, dass ihr sagt, die eröffnende Opposition. Genau, weil ich es für wahrscheinlich halte, auch wenn der Impact wahrscheinlich kleiner ist als bei Klimawandel. Also ich bin gerade noch sehr unentschlossen. Okay. Ich würde für die schließende Opposition rotieren aus einem Grund, nämlich dass Anna etwas gelingt, was vorher keinem gelang. Nämlich, dass sie diese Argumentationskette zwischen Tierschutz und wie wir dazu kommen, eben das Tier als Tier auch zu übertragen auf seine Artgenossen in den Massentierhaltungsstellen, diesen Mechanismus macht sie mit diesem Cornelia Funke-Beispiel in einer Art und Weise greifbar, die vorher auf abstrakter Ebene in der öffentlichen Opposition drin war, aber für mich erst da wirklich so war, dass ich gesagt habe, ja, das ist intuitiv, das mag man gerne glauben. Und auch mit der Ausarbeitung dieses Bene verbleibt nur bei diesem, die abgehängten Leute brauchen dieses positive Feedback, wenn sie das auch gerade überlegt. Ja gut, da haben wir schon mehr, man geht an die frische Luft, man hat auch was psychologisch Gutes, man hat für die Autisten noch etwas. Und dann muss ich sagen, hat mir Jakobus' Schlussrede sehr gut gefallen. Er hat sich mit den drei wesentlichen Punkten beschäftigt und gerade diesen Punkten, was er unter der Gesellschaft ausgearbeitet hat, fasste das meines Erachtens relativ gut zusammen. Zumal er mit diesem Engagement-Reservoir extrem valide Analyse zu dem liefert, warum die gesamte schließende Regierung nicht fliegt. Auch mit der Zwischenfrage, ist das nicht, also mit dem Menschen, die von der öffentlichen Regierung hat er auch gut gemacht. Wobei es eigentlich auf Behauptungsebene blieb, aber er hat es so überzeugend ausgesprochen, dass ich es gesagt habe. Also de facto. Ja. Was ich halt an der Öffnung noch sehe, was zwar hier auf den Kinderpunkt gemünzt war, was aber implizit auch auf den alten Punkt zutrifft, ist halt diese Rolle, die nur Tiere erfüllen können von Samuel, die ihm halt über diese körperliche Nähe und über dieses direkte Feedback-Loop
nochmal zeigt, warum gerade das die einzige Möglichkeit ist gegenüber den, es gibt ja auch andere Alternativen, die wir sonst von der Regierung können. Und diese Analyse, dass die diesen Punkt implizit auch nochmal sehr stark macht, für mich. Also du meinst jetzt die Eröffnende? Die Eröffnende, ja, genau. Und dass mir halt der Link fehlt in der Schließenden von, ja, vielleicht hat man ein besseres Verständnis für Tiere, aber führt es zu konkret weniger Fleischkonsum oder was, oder Nutztierhaltung oder was auch immer da der konkrete Benefit war, den die Schließende uns zeigen wollte. Letztendlich ist ja das geteilter Konsens. Weniger Fleischkonsum wäre besser. Die Frage ist, genau, ist nur, wer etabliert den glaubwürdigeren Link zwischen wir verbieten oder Tierhaltung, ja, nein, und wozu führt das? Und da ist meines Erachtens die Analyse, die zweite Regierung, die zweite Opposition wesentlich treffender aufbaut, Erkennen des Tiers in der Katze, Projektion auf Schwein, macht das plausibel, ja, als kein Tier mehr und auf einmal erkenne ich das, ja, Schwein als. Aber ist das innerhalb der Debatte wirklich die wichtigste Frage? Also ich meine, das wird halt hinten relevant, aber also ich kann mich dieser Deutung, dass das wichtig ist, weil es von jemandem entschieden wird, nicht so richtig anschließen. Ich finde, wenn du die Debatte dir anguckst, wie sie am Anfang läuft. Ja, das klingt an bei der öffentlichen Regierung, die sagen, wir haben diese Objektivierung, ja, wir nehmen sie als Objekt wahr, wir ziehen die Ratte am Schwanz, wir setzen das Tier aus, wenn wir es nicht mehr brauchen, wir haben diesen Fisch im Schlüsselbund und diese ganzen Geschichten. Ja, da klingt eine allgemeine deontologische Ethik sozusagen an Tieren gegenüber. Ja, du sagst, die haben auch eine Art Würde. Und daraus kann man, und die schließende Regierung baut das dann noch aus, aber die wesentlichen Punkte sind doch am Anfang das Leid der Haustiere selbst. Andererseits geht es ja schon auch um das Leid von Tieren an sich. Mhm. Also genau, wenn man sagt, wo ist sozusagen, wo wird das meiste Leid verhindert, und man sagt dann eben... Aber auch bei der öffentlichen Ob, meine ich, da geht es im Wesentlichen darum, dass sie sagen, ja, die Kinder sollen das lernen, die Beziehung, ja, da geht also Haustiere als Übungsfeld für Sozialbeziehungen und eine langfristige Beziehung zu denen aufzubauen, sagt Benedikt, und den Umgang mit dem Tod. Das sind doch am Anfang eigentlich die Punkte, die Debatte am meisten hat. Wenn man es jetzt konkret vergleicht, nur die beiden Op-Teams. Ich gebe zu, dass der Op-Link in der schließenden Op wahrscheinlicher ist als auf der schließenden Regierung, dass wir vielleicht weniger Nutztiere haben. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn Nutztiere vielleicht abschaffen wichtiger ist, als Kinder soziale Bindungen beibringen, finde ich, ist es nicht so überzeugend, dass über diese Brücken schlagen wir die Nutztiere abschaffen, als dass wir die konkreten sozialen Effekte bei den Kindern haben im direkten Opfervergleich. Ich stelle die Frage mal hinten an, ich will noch was zu Jonathan kurz sagen. Ich glaube, dass ein fundamentales Problem, was heißt Problem, so ein Auseinanderfallen dieser Debatte beginnt da, wo die schließende Opposition implizit eigentlich schon gar nicht willens ist, zu konzidieren, dass die Haustiere leiden. Und das ist das Problem, was die erste Regierung so ein bisschen rausschießt. Weil über diesen Tierleidkomplex redet sie ganz speziell, da gebe ich dir völlig recht, das ist deren großes Thema. Aber durch diesen nie aufgedeckte Annahme meines Erachtens der Opposition, dass Haustiere gar nicht leiden, denen geht's cool, die haben ein gutes Leben, die leben auf der Couch. Da kommen aber vorne zu viele Beispiele, wo das nicht so ist. Wirklich? Aber welche guten Beispiele? Na, zum Beispiel die Kinder, die einfach nicht wissen, wie sie mit dem Tier umgehen müssen, ist das Beispiel. Und dann sagen die, ja, dann lernen die Kinder das, lernen Verantwortung, das gesteht ja ein, dass sie es am Anfang noch nicht wissen, wenn sie es lernen. Ja. Und das ist ein Beispiel, der anderen dann, die sagen, ja, wir haben erst diesen Enthusiasmus diesen Tieren gegenüber, ja, das war das die Analogie mit der Ehe, wir sind erst verliebt, sage ich jetzt mal, wir sind verliebt in das Tier, wir haben diesen Enthusiasmus und nach ein paar Wochen kümmert sich keiner mehr drum und dann wird das Tier ausgesetzt oder anderweitig schlecht behandelt. Das sind Punkte, die kaufe ich, dass es die gibt, ob die Mehrheit sind oder nicht, ja, keine Ahnung, aber dass die Haustiere mitunter leiden zumindest, das hat die eröffnende Regierung etabliert. Und wenn du sagst, die öffnende Opposition ignoriert es, die schließende meine ich, ja, dann halte ich das für eine Schwäche der schließenden Opposition. Das stimmt, wenn sie kein Wort darüber verliert. Also sie hat auf der Metaebene hat halt in der WIP, hat Jakobus gesagt, aber hier ist es am relevantesten, was halt in massenweise passiert. Ja. Und er hat halt kurz gesagt, die meisten Haustiere werden doch geliebt. Das war ja, also, Anna auch am Anfang. Genau, und diesen Punkt Legitimation durch Win-Win. Genau, aber ja, wenn er eben sagt, die meisten, dann verfehlt er die Metrik zu sagen, wir müssen das Leid insgesamt abwägen. Wir müssen nicht nur gucken, wo leiden die meisten, sondern in welcher Alternativsituation leiden die Menschen auch weniger. Also er muss ja nicht nur sagen, den meisten Tieren geht es gut, sondern er muss auch noch zeigen,
das Leid der Menschen, die jetzt ein Tamagotchi benutzen müssen, ist größer. Nee, weil die Tiere, die nicht leiden, sind aktiv glücklich. Also selbst wenn die Menschen neutral, mit den neutral plus minus, ja, okay, ja, gut, aber ja. Die Tiere, die kriegen Essen, die haben keine Angst, ja. Und die sitzen auf dem Sofa. Wieso dürfen, also wieso soll das weg? Und damit haben wir eigentlich auf der öffentlichen Regierung leidende Haustiere. Wir haben auf der öffentlichen Opposition glückliche Alte und glückliche Haustiere. Und wir haben in der schließenden Opposition eigentlich die glücklichen Nutztiere, ne? Oder genau, keine Nutztiere, sagen wir mal. Genau. Oder sagen wir mal, die positiven Aussichten für die glücklichen Haustiere. Eine Tendenz für Campaigning für weniger Massentierhaltung, was dann super relevant wäre. Genau. Ja. Ja. ich fand diesen Punkt... Na, ist egal. Das hatten wir schon. Deswegen ist für mich, also deswegen erste Regierung, hätte mir noch, weil sie ganz oft das gesagt hat, wir müssen Leid verhindern. Und das taucht ja auch schon in Benes Analyse auf. Mit sie haben auch noch Überzüchtung zum Beispiel als Beispiel von Leid. Sie genau, aber nicht gut gemacht bei Überzüchtung zum Beispiel. Sie haben mir bei Überzüchtung nicht richtig erklärt, wo das Leid entsteht. Sie haben dann irgendwie, der Schwanz Beine wird weggezüchtet und kurze Beine, aber noch nicht erklärt, wie das zum Leid des Tieres führt. Also zum Beispiel der Schnauze, dass sie nicht atmen können oder so, das war ja nicht drin. Ja gut, ja. Okay. Muss man das sagen. Also für mich, für mich war es noch nicht also so... Dieses für mich war das Bild, mit dem Sie haben gesagt, der Hund, der hat so kurze Beine, der fällt immer eine Treppe runter. Das war ein Bild für diese ganzen Sachen, wo ich denke, da hast du als... Also ach, da kommen andere Vorstellungen auf, die bekannt genug genau, sind. Genau, also das ist jetzt einen qualitativen Fortschritt dadurch, dass sie halt noch mehr Beispiele geliefert hätten. Wie gesagt, ich glaube, dass halt ein Kernproblem ist, dass halt die Opposition ganz grundsätzlich in Zweifel zieht, dass Haustiere leiden. Und dass wir uns damit eben auch ein Problem haben, weil wir können jetzt entweder sagen, sie verfehlen die Metrik der Regierung. Ja. Oder auch das sagen, schon hier sozusagen. Die Bewertung der Opposition ist im Vergleich zur Bewertung der Regierung stehen einfach nebeneinander und wir müssen schauen, auf welcher Waagschale jetzt mehr Gewicht liegt. Wer war überzeugend? Also glaubt ihr jetzt, den Tieren geht es eigentlich im Großen und Ganzen gut oder glaubt ihr, das ist nicht so? Und für mich ist es so, dass mich eher die Off überzeugt hat, dass es den Tieren gar nicht so schlecht geht. Ja. Genau. Zumal ja auch, ich glaube, Lene war das sogar sagt kurz, was war das nochmal kurz? Die Tiere sind ein Teil der Familie oder sowas, sagt er irgendwo mal. Anna sagt es aber ich glaube, es ja, aber hier, Ben sagt auch schon, Standardfall, ein Familientier, das mit dazu gehört, das tröstet uns. Ne? Das aber wird, er sagt nicht Familie, er sagt das geliebte Haustier. Doch, Teil der Familie, wörtlich. Echt? Wörtlich. Okay. Und das ist zwar jetzt, das ist für mich genügend Interaktion da, dass ich da schon überzeugend bin. Und auch mit der Ratte. Er sagt so, jetzt gehen die halt die Ratte oder die Maus auf der Straße quälen. Der Wald fand ich auch persönlich nicht so plausibel, aber dass du doch irgendwo an Tiere kommst, die man, also dieses klassische, also ja, ich muss jetzt nicht ins Detail. Ja, gut. Aber trotzdem wäre dann, also wenn wir jetzt sagen, in der Jury-Diskussion, die Diskussion selber, wie es den Tieren geht, ist maximal 50-50, wenn nicht sogar eher den Tieren geht's gut, von 4 von 5 Leuten. Da das das Einzige war, was die REC aber hatte auf der ersten REC, ist sie schon mal, würde ich sagen, jetzt raus aus der Diskussion und es bleibt die erste und die zweite Ob. Und da, vielleicht, dass wir uns nochmal die Notizen anschauen und gucken, wie auch Interaktionen wie Battle vielleicht. Eine Frage vorab, wessen Zwischenfrage hat Anna denn beantwortet? Das schließende Regierung. Ja, CG mit den Hühnern, meinst du? Das war Julian oder Gina, schließende Regierung. Also. Hühner sind keine Haustiere. Wie ist das denn bei den Hühnern? Hühner, das sind doch gerade Nutztiere, ist die Frage. Das war CG. Okay. Genau, ja. Und dann sagte sie dann halt Hasen. Das fand ich gut. Ja. Ja. Kaninchenhase. Isst man und das ist ein Haustier. Ja. Ja, aber die du als Haustiere hältst, die isst du nicht. Nee, also, mein Großvater hat Hase Cäsar geschlachtet und das war ein sehr trauriger Sonntag. Ja, das gibt's aber. Das ist auf jeden Fall so ähnlich tabu. Also das ist ein ähnliches Problem, wie wenn du sagst, unser Meerschwein. Also da wird diese Differenz gerade besonders deutlich, finde ich. Dass du eine Kaninchenkeule, die bestellst du dir, ja, aber den Hasen zu Hause... Du würdest nicht deinen eigenen Hasen dafür zerlegen. Also jedenfalls nicht das Kind, dein Großvater macht das vielleicht. Das ist dann schon eine relativ rabiate Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit. Ja. Noch weitere Stärken entdeckt bei beiden Teams. Aber das hilft mir bei der Abwägung jetzt auch nicht. Nein, ja. Also wollen wir jetzt drüber reden oder wollen wir ein bisschen Zeit lassen?
Pega, hast du noch Überblick über die Notizen, wer jetzt wen in der Tendenz wo sieht? Ganz also am Anfang, meinst du? Vielleicht das vorstellen können. Aber ich glaube, es ist nicht so relevant, oder? Also am Anfang war es... Ja, beziehungsweise es wird jetzt einfach nochmal irgendwie ein Votum einfangen. Also wir können jetzt einfach, ich würde jetzt nochmal ein neues Votum machen. Und dann können wir gucken, ob das erledigt wird. Okay, dann... Also ich sehe nach wie vor die öffnen vor der schließen. Okay. Helen? Zwischen jetzt nur den Opt-Teams. Willst du noch einen Moment? Vielleicht eher die schließende, aber sehr unentschlossen. Jonathan? Ich finde die schließende vor der Öffnung. Okay, und Flo? Ich bin auch bei der schließenden vor der Öffnung. Dann, ja. Dann ist bei mir ist immer noch Gleichstand. Dann würde ich aber sagen, in einem sehr, sehr knappen. Nee, wir können das doch noch aussagen. Also ich finde es aber legitim. Also ich könnte beide. Ich finde, glaube auch tendenziell. Ich finde, es sind noch nicht alle Argumente gehört worden. Achso, okay. Dann drehen wir mal weiter. Okay. Also ich finde, dass die eröffnende Opposition in der Interaktion nicht so gut ist. Also zum Beispiel machen Sie Sachen, wo ich denke, Sie verstehen die schließende, die eröffnende Regierung einfach falsch. Zum Beispiel bei der Sache, die sagen, ja, es gibt Alternativen dazu, dass mit Tieren Sozialbeziehungen zu lernen, eben zum Beispiel mit anderen Kindern. Dann fragt Benedikt, ja, soll ich jetzt lieber die Geschwister schlagen als den Hund? Ja, was auch meines Erachtens teilweise gravierend verfehlendes Tons. Ja, genau. Und aber auch das unterläuft das Niveau dessen, was gesagt ist. Genauso bei der Ehe. Ja, die Analogie von Johannes ist ja nur, es geht darum, dass du irgendwann das doch nicht mehr so gut fandst, wie du es machst. Und sie sagen, ja, also sollen die Leute jetzt nicht mehr heiraten. Das zieht die Analogie auch. Ja. Also in eine falsche Richtung. Das ist technisch viel schlechter, finde ich, als das, was die schließende Opposition macht. Und das haben wir bei vielen Punkten. Zum Beispiel das Lernen mit dem Tod zu gehen, ist nicht so super gut argumentiert. Stolze 30 Sekunden eingenommen hat. Also ja, genau. Weil warum ist das besser, als wenn sie gar kein Tier haben? Und das, also, weil du da rangeführt wirst. Ja, weil aber das hat mich überzeugt. Also ich fand das überhaupt so überzeugend. Jetzt Goldi. Ja. Du weißt, was mit Oma passiert. Also, okay, ja, also jedenfalls solche Sachen, da finde ich, dass die schließende Opposition deutlich sozusagen windschnittiger ist und weniger Angriffsfläche da bietet. Hast du ein Beispiel der Schließung? Ja, ich hätte sonst eins. Ja. Und zwar, also bei Anna fängt es an, solange die Cat Lady glücklich ist, ist es auch okay, weil die Regierung fing ja an mit, die einsamen Menschen müssen anfangen. Das war aber gut, fand ich, von ihr nochmal analysiert, warum das okay ist. Und auch Jakobus hatte ja in seiner Rede durchgehend, was sie gesagt haben, das Rebuttal eigentlich zu dem ganzen politischen Kapitalpunkt. Ja. Und ich würde auch jetzt auf 1 ja, okay, ja. und 2 gehen. Ja. Kann ich mich anschließen. Also ich habe mich letztendlich nur eine Sache gefragt bei Jakobus, da bin ich mir einfach nicht ganz sicher, inwiefern das schon eine sehr, sehr liberale Auslegung des Rebuttals ist, diesen Punkt mit diesen Grenzfälle weiter nach vorne verschieben. Das ist eine Antwort, die sich aus der Regierung ergibt, meines Erachtens. Aber da war ich halt nicht sicher, inwieweit die in der Schlussrede war ja auch nur ein kleiner Punkt. Ich fand die in anders. Das fand ich total anders. Ding. Ja, wir gehen sozusagen vom Hamster zum Hasen zum Schwein, so ungefähr. Das war für mich so die Grenze. Achso, okay. Ja. Ich habe ja irgendwie die Spinnen und Leguane zur Kenntnis genommen. Ja, die habe ich nicht gekriegt. Aber es war auch gut, mal darauf hinzuweisen, dass es noch andere Haustiere gibt. Na gut. Gibt es sonst was, irgendwie, worüber ihr sprechen möchtet, Jonathan? Na, ich bin immer noch der Meinung, dass die eröffnende Regierung vorne ist, aber ich also warum sagst du das nicht in dem Moment? Habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, aber, okay, also, aber ist, glaube ich, so. Okay, also für mich ist halt, und ich kann es vielleicht auch noch kurz benennen, wenn da jetzt noch die Minute ist, oder, aber ich glaube jetzt nicht, dass es euch noch überzeugt. Die Frage mit dem, was Jakobus sagt, oder was die Opposition sagt, die vergleichen es mit den Wildtieren. Es geht ihnen doch aber besser als den Wildtieren. Und das ist ja immer die Frage, wie, also was ist eigentlich die richtige Differenzhypothese? Ist es besser, dass die Tiere, und ich neige intuitiv, und das ist vielleicht auch ein Vorurteil sozusagen, ja, und deswegen vielleicht auch falsch in der Juristik, aber mich überzeugt es mehr, wenn Sie sagen, also, dass Tiere überhaupt leiden. Also wir müssen nicht dafür sorgen, dass es die gibt. Und wenn die leiden und wir haben die Berechtigung, weil es ja die anderen gibt, die glücklich sind, das ist, also ist auch eine objektivierende Metrik zu sagen, du musst leiden, aber dein anderer Kumpel im Nachbarhaus, der Hund, dem geht's gut. Ja, das ist
ist unklar, aber es wird in der Debatte auch nicht klar. Es wird von niemandem argumentiert sozusagen. Und deswegen ist das eine Sache, wo, glaube ich, die Vorintuition eine große Rolle spielt. Darf ich noch kurz einen Aspekt ad hoc irgendwie einwerfen, den mir bis jetzt untergegangen ist, wo ich mir noch mentalen Knoten ins Taschentuch gemacht hatte. Wie gehen wir mit Johannes' Äußerung um, dass man sagt, dass er sagt, lass uns über Haustiere global reden? Ignorieren. Ist nicht etabliert es eigentlich. Ist genau. Ja. Jetzt kam mir das gerade nochmal auf. Das ist immer spannend für die Abwägung, weil ich bei den Interaktionen glaube ich euch jetzt, dass die Schließende da wesentlich besser war. Ja. Noch bei den Impacts, ich fand es halt nach wie vor nicht wahrscheinlich, dass wir haben vielleicht ein paar mehr Vegetarier für Schließende, aber ich fand die sehr konkret, dass wir die Kindererziehungsbenefits und so weiter haben auf der Eröffnenden. Aber ihr seht offen, also seht auch die Nutztiere alle. Ich fand auch den Kindererziehungspunkt nicht so klar auf der. Okay. Und die alten Punkte waren ja so ein bisschen auf beiden. Und die war nicht klar dafür. Schlusswort von Helen. Ja, ich sehe jetzt schon mal aus. Okay, dann können wir rüber und das offiziell nochmal verkünden. Vielen Dank euch. Sehr gerne. Wie lange haben wir zählt? 40 Minuten. Spaßfrage, wer hat Haustiere gehabt? Ich auch nicht. Okay. Wer ist Vegetarier? Wir hatten Katzen, allerdings wollten keine Fische, hatten wir.